Willkommen auf meinem Kanal Wood & Steel. Aus diesem Eschenstamm sollen Moai-Köpfe entstehen. Die Steinköpfe von den Osterinseln. Ich habe mir erst gedacht, als ich die gesehen habe, ja, relativ einfaches Prinzip. Proportionen recht einfach. Da habe ich mich aber vertan. Ich habe erst Modelle gemacht, klein, mittel, etwas größer und dabei festgestellt, so einfach ist das gar nicht. Thank you.
Köpfe sind fertig. Also der Eschenstamm hat ordentlich an Gewicht verloren, aus dem das Ganze halt entstanden ist. Allerdings an der Schlüsselkette wird die wohl auch keiner rumtragen. Ich schätze mal so 60, 70 Kilo pro Stück werden die halt noch wiegen. Die Gewindestangen, die ich da reingemacht habe, die stecken in 18er Löchern. Das sind 20er Gewindestangen und die werden einbetoniert, sodass hier auf jeden Fall immer noch ein bisschen Luft unter der Figur ist, damit das Ganze nicht anfängt zu gammeln. Vielen Dank fürs Zuschauen.